In der Modbus-Geräteverwaltung werden die Modbus-Geräte konfiguriert, welche mittels eines Comtrex-Geräts in das System eingebunden werden sollen. Unter dem Punkt Geräte verwalten hat man einen Überblick über die momentan eingebundenen Geräte, mit allen Informationen zur Adresse, Protokoll, und so weiter. Wenn man ein neues Gerät einbinden möchte, kann man dies auf zwei Wegen tun. Zum einen über eine Excel-Datei, in die man sich den aktuellen Stand exportieren lässt, die gewünschten Anpassungen vornimmt, und dann den neuen Stand wieder importiert. Alternativ kann man den integrierten Wizard benutzen. Dort müssen die jeweiligen Geräteparameter eingetragen werden wie Typ, Geräteadresse, Schnittstelle, Gerätename, Unit-ID, Port, IP und das Kanal-Template ausgewählt werden. Danach kann man den Kanälen, welche aus dem Kanal-Templates hervorgehen, noch individuelle Texte geben. Nun erscheint das neu angelegte Gerät in der Übersicht und wird auch in der Systemübersicht dargestellt. Die Geräte können im Nachhinein noch bearbeitet oder wieder gelöscht werden. Unter Kanäle verwalten kann man die Kanaltemplates der Geräte anpassen. Das heißt, die Informationen wählen, welche das Modbus-Gerät im System bereitstellt. Dazu wird das bestehende Bänder-Template kopiert und die Inhalte können wie gewünscht angepasst werden. Insgesamt stehen 128 Kanäle zur Verfügung und können befüllt werden. Es können auch Alarmschwellen für die einzelnen Kanäle definiert werden. Nun steht das Template für das dementsprechende Gerät bereit und kann anstelle des Standard-Template ausgewählt werden. In Register verwalten wird die Konfiguration für ein Fremdgerät vorgenommen, welches in das System eingebunden werden soll. Es können bereits existierende Profile importiert oder ein neues Profil mittels eines Wizards angelegt werden. Dort müssen alle relevanten Modbus-Informationen hinterlegt werden. Bestehende Profile können bearbeitet, kopiert, heruntergeladen oder gelöscht werden. Das neu angelegte Profil liegt nun bereit, um das Gerät einbinden zu können.